Vieles hat sich in meinem Leben verändert, als ich angefangen habe zu hinterfragen, was ich mir selbst einrede, was ich mir selbst erzähle. Ich denke, die eigenen Gedanken und Überzeugungen bestimmen, wie wir unser Leben leben. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Ich denke, wenn man erfolgreich und glücklich sein möchte, dann muss man sich von falschen Überzeugungen lösen. Lass uns heute darüber sprechen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich denke, viele von uns haben Gedanken, Annahmen und Glaubenssätze, die nicht wahr sind. Leute mit niedrigem Selbstbewusstsein denken zum Beispiel: Ich kann das nicht. Ich bin dumm. Ich bin nicht gut genug. Ich bin es nicht wert. Ich mache mich lächerlich. Ich kann es nicht ändern. Manche sind der Meinung, dass sie etwas bekommen sollten, das ihnen eigentlich gar nicht zusteht, dass sie sich nicht verdient haben. Andere sind der Meinung, sie sind vom Pech verfolgt, dass sie sehr oft Pech haben. Ganz viele Menschen denken, ihre Lebenssituation wird sich nie ändern. Oder es ist zu spät, irgendetwas zu ändern. Ich denke, es ist nie zu spät, das eigene Leben zu verbessern. Niemand ist dumm oder wertlos. So gut wie jede Fähigkeit ist erlernbar. Jeder Tag ist eine neue Chance, etwas zu lernen und sich zu verbessern. Jeden Tag verbessern sich zum Beispiel deine Deutschkenntnisse, wenn du verständliche Materialien wie dieses Video hier konsumierst. Hier sind meine Tipps, dies sind meine Ratschläge, die mir geholfen haben. Schreibe Tagebuch. Schreibe innere Dialoge auf. Schreibe Gespräche auf, die in deinem Kopf passieren. Achte darauf, was du sagst und denkst. Wenn wir uns selber überprüfen, fallen uns oft unbewusste Glaubenssätze auf, die unwahr sind. Höre auf deine Emotionen. Sie geben dir oft nützliche Hinweise. Dies waren drei sehr kurze Tipps, aber meiner Meinung nach sehr wichtige Tipps. Mir haben diese Tipps sehr geholfen. Bei mir war das so, dass ich mir früher ganz viele Dinge eingeredet habe, die gar nicht wahr sind. Und erst seit ich angefangen habe, wirklich zu hinterfragen, was ich über mich selbst denke, hat sich mein Leben enorm verbessert. Es könnte sein, dass du Dinge über dich selbst denkst, die nicht wahr sind und die dein Selbstbewusstsein zerstören. Deswegen möchte ich dir diese Tipps sehr ans Herz legen. Schreib Tagebuch, schreib deine inneren Dialoge auf, überprüfe, was du denkst und was du sagst. Es kann sein, dass dir manche Dinge auffallen, die eventuell nicht wahr sind. Vielleicht ist alles, was du denkst, wahr, aber ich bezweifle es, weil es bei niemandem so ist. Ich habe, da bin ich mir sicher, immer noch sehr viele Gedanken, die nicht wahr sind. Und das ist etwas, woran ich täglich dran arbeite. Ich möchte all meine Annahmen überprüfen, sodass ich mir nicht einrede, dass ich etwas nicht kann oder dass ich nicht gut genug bin oder dass ich dumm bin, obwohl es gar nicht wahr ist. Und wenn wir uns von diesen falschen Annahmen lösen,
dann wird auch unser Potenzial geweckt. Wenn ich mir nicht mehr einrede, dass ich dumm sei, dann kann ich mir selbst sagen, hey, vielleicht bin ich schlau. Oder noch besser, ich kann mir sagen, wie ich handle, bestimmt, wie schlau ich bin. Wenn ich jeden Tag lerne, dann werde ich schlauer. Wenn ich faul bin, dann verpasse ich die Chance, mich zu verbessern. Und dann kann es sein, dass mein Gehirn nicht mehr so gut ist. Ich bin gespannt, was du über dieses Thema denkst. Sag mir Bescheid in den Kommentaren. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, dieses Video war inspirierend. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Gefallen dir diese Videos? Inspirieren dich diese Videos? Hast du das Gefühl, dass dies eine tolle Art ist, Deutsch zu lernen? Wie viel sind dir diese Videos in deinem Leben wert? Ich brauche deine Unterstützung, denn ich habe seit fast einem Jahr meine Zeit, fast immer Vollzeit, und meine eigenen Ersparnisse in dieses Projekt investiert. Und jetzt sieht es danach aus, dass mir das Geld ausgeht. Ja, mir geht das Geld aus. Ich kann diese Videos nur noch dieses Jahr machen. Es sei denn, du folgst diesem Link und wirst ein Unterstützer auf Patreon. Ich brauche deine Unterstützung. Deine Unterstützung werden diese Videos über mehrere Jahre existieren. Und ich denke, es wird total fantastisch. Ja? Also mit deiner Hilfe können wir hier etwas richtig Großes, etwas richtig Tolles schaffen. Vielen Dank im Voraus. Tschüss und bis morgen.